Die 48-Jährige aus Rheinberg, die zwei Wochen zuvor in Paris ihren vierten Weltcupsieg gefeiert hatte, setzte sich am Samstag auf Emilio im Grand Prix des hochkarätig besetzten Meetings Horses and Dreams in Hagen am Teutoburger Wald mit 81,326% vor Jessica von Bredow-Werndl, Aubenhausen, 75,696, auf Zaire durch. Der EM-Zweite Sönke Rotenberger, Bad Homburg, der auf die gesamte Hallensaison verzichtet hatte, landete auf Cosmo auf dem dritten Rang 75,261. Das war in der Tat Emilios bislang bester Grand Prix, sagte Wett, deren Erfolgspferd Weilgold momentan pausiert, über den 12 Jahre alten Wallach. Das traditionelle Turnier in Hagen gilt als erste Standortbestimmung der Freiluftsaison, die im Herbst 11. bis 23. September ihren Höhepunkt in den Weltreiterspielen in Tyne, North Carolina findet.